Das Fahrrad gut angeschlossen und trotzdem nicht vor Dieben sicher. Mittlerweile können Profis nämlich auch teure Schlösser knacken. Genauso erging es dem Leipziger Studenten Robert Maas vor ein paar Wochen. Sein 2000 Euro teures Fahrrad wurde gestohlen, offenbar ganz gezielt. Weil ich schon irgendwann damit gerechnet habe, dass es vielleicht mal mitgenommen wird, habe ich einen Tracker im Rad verbaut, sodass ich bei Bedarf, wenn man Glück hat, den Tracker halt wiederfinde mit dem Rad. Und ja, den habe ich hier direkt unter dem Sattel quasi festgemacht. Damit hatten die Diebe wohl nicht gerechnet. GPS-Tracker wie der von Robert Maas sind kleine Chips, die dem Besitzer ihren Standort funken. Über eine Handy-App kann man dann schauen, wo das Fahrrad ist. Auch Fahrradexpertin Lelia König aus Leipzig kennt solche Tracker. Die leidenschaftliche Radrennfahrerin und Bloggerin testet ständig neue Fahrradutensilien. Sie weiß, wo überall am Rad man GPS-Tracker verbauen kann. Es gibt diese Fahrradtracker, die sind direkt in den Flaschenhaltern mit integriert. Das heißt, man schraubt einfach seinen eigenen Flaschenhalter ab und den anderen dran. Das ist natürlich die Variante, die am einfachsten ist. Dann gibt es aber auch schon Tracker, die quasi wie so ein Sticker aussehen. Die kann man sich dann auch direkt in den Rahmen einfach irgendwo, sage ich mal, reinstecken. Genau, also auch in speziellen Klingeln lassen sich die Tracker, zum Beispiel die vom Anbieter Apple, gut verstecken. Hier wird jetzt wirklich nur dieses AirTag eben reingelegt und dann kann man das Ganze wieder zusammenbauen, sich an den Fahrradlenker machen und das ist natürlich, sagen wir mal ehrlicherweise, ziemlich unauffällig. Aber nicht alles, was im Handel als Fahrradtracker beworben wird, ist auch sinnvoll. Manche Tracker sind einfach zu groß und lassen sich schlecht verstecken, so wie dieser hier. Zurück zu Student Robert Maas, der mittlerweile sein gestohlenes Fahrrad zurück hat. Mit Unterstützung der Polizei wurde sein Rad schließlich auf einem Dachboden gefunden. In dem Falle war das natürlich sehr hilfreich, dass er sein Fahrrad so punktgenau orten konnte und wir dadurch den Zufallstreffer erlangt haben und jetzt vor vielen Ermittlungen stehen, aber wahrscheinlich auch viel aufklären können. Gute Tracking-Systeme kriegt man schon für 30 Euro. Eine Investition, die sich lohnen kann.